Ich bin ganz angetan von der Musik und von den Melodien, von diesen zwei Gigen. Es ist wunderschön und eigentlich sind wir da in der Kirche, weil wir draussen das nicht haben können machen. Aber ich will euch schon ganz einen besonderen Ort zeigen, Hans-Jürg und Pirmin. Das lohnt sich wirklich und es geht um Stacheln und Sparsamkeit. Kommt mal mit. Herzlich willkommen zum heutigen TV-Gottesdienst. Heute geht es um Schönheit, um Sparsamkeit, um Dornen, Blätter. Die Schönheit ist etwas, das schön ist, wenn es sehr einfach, simpel und elementar ist. So sind zum Beispiel Pflanzen. Wir haben hier im Wartau oder hinten an uns haben wir Pflanzen, die uns immer wieder zum Staunen bringen, weil sie kommen von der Erde und gehen in den Himmel rauf, so quasi. Sie haben Wurzeln, sie haben einen Stamm, sie haben bei den Bäumen Kronen oder eine Blüte bei den Blumen. Und es gibt auch ganz andere Pflanzen. Und wir müssen immer staunen, auch die Wissenschaft staunt heute noch darüber, wie die Pflanzen überhaupt es schaffen, das Wasser gegen die Schwerkraft durch sich darauf fliessen lassen. Man staunt manchmal, wenn man denkt, dass Bäume zum Beispiel durch Pilze kommunizieren oder durch Duftstoff einander etwas weiter sagen, wenn ein Schädling kommt. Wir sind uns sehr bewusst, dass Bäume und Pflanzen hier im Wartau sehr wichtig sind. Wir fühlen uns zu Hause. Und es bringt uns zur Ruhe, wenn wir zum Beispiel einen Spaziergang, einen längeren Spaziergang im Wald machen. Aber heute sind wir unter Exoten. Und das werden wir erfahren durch den Stefan Theiler, der neben mir sitzt. Und er wird uns in diese Welt jetzt einführen. Danke vielmals, Marcel. Ich zeige euch gerne mein Hobby, meine Kakteen, meine Kakteensammlung. Kakteen begleiten mich schon mein ganzes oder mein halbes Leben. Begleiten. Ich finde Kakteen speziell faszinierend, weil sie können mit ganz, ganz wenig auskommen. Sie brauchen aber viel, wenn sie es viel brauchen. Und können mit ganz wenig leben, wenn sie müssen, sparsam sein müssen. Und das ist eine Tugend, die wir Menschen vielleicht auch mehr sollten, uns zu Herzen nehmen. Sparsam sein und nicht so die Ressourcen verbrauchen. Weil die Kakteen, die brauchen nur Licht und Wasser. Und Wärme, wenn es muss sein. Und im Winter brauchen sie alles eigentlich nicht. Weil dann sparen sie sparen und dann macht sie eine Art wie ein Winterschlaf. Jetzt stehen wir auf und du kannst uns etwas über Kakteen, über deine Sammlung erzählen. Da sind wir sehr gewundert.
dann zeige ich euch, was ich hier alles in meinem Plastiktunnel drin habe. Ja, der Plastiktunnel ist eigentlich nur Sommerresidenz. Im Winter tue ich alles, was ihr hier seht, oder fast alles, was ihr hier seht, wieder in kleine Häuschen transportieren, um die Sachen in einem wärmeren Räumchen zu überwintern. Ich könnte da den Strom gar nicht zahlen, wo das würde kosten, um das alles zu heizen, weil es ist ja wirklich nur ein Folientunnel. Jetzt zu den Kakteen. Kakteen ist die jüngste Pflanzenart, die es gibt. Die hat es erst gegeben, wo sich Pangea auseinandergegangen ist und hat eigentlich im letzten Abschnitt von der Natur sich angefangen zu entwickeln. Und zwar dort mal, wo die Dinosaurier ausgestorben sind, vor 63 Millionen Jahren. Man findet keine Kakteenversteinerungen, weil Kakteen ja hauptsächlich aus Wasser bestehen. Und die Stacheln, die man hier sieht, die tönen sich im Prinzip mit der Zeit auch auflösen. Aber man konnte herausfinden, dass sich Kakteen wirklich nur im amerikanischen Kontinent entwickelt hat. Also es gibt nichts Ähnliches, was sich in der frühen Zeit in anderen Kontinenten entwickelt hat. Das heisst, die Kakteen gibt es eigentlich erst, seit sich die einzelnen Kontinente auch gebildet haben. Die Kakteen, die man sieht am Mittelmeer, oder die man sieht in Spanien, oder die man sieht sonst in Europa oder in Afrika, das sind alles Pflanzen, die wir einmal eingeschleppt haben. Sei es als Landwirtschaft, sei es als Mitbringsel aus den Ferien. Und das hat das Spezielle an dem, sieht man eben, dass es eigentlich gar nicht so lange gibt, die Kakteen. Und man sieht, was macht ein Kaktus aus. Ein Kaktus hat einen wasserspeichernden Körper. Also wenn man das eben anschneidet, dann sieht das innen dran aus wie eine Gurke. Und hat entweder jetzt da gar keine Stacheln oder dann kann das auch ziemlich stachelig sein. Die Stacheln, die haben eine vielseitige Funktion. Sie schützen einerseits den Kaktus schützen vor äußeren Einflüssen. Sie können aber auch einen Schatten bilden oder sie können auch Wasser aus der Luft rausholen. Wenn man sieht, wenn man jetzt zum Beispiel das hier, der ganz heurige Stecheli, und wenn jetzt der Nebel da kommt, dann bleibt der Nebel dort, der sich da in den Stacheln hinein verfangen. Das Wasser tropft dann von den Pflanzen oben ab und geht in den Boden hinein. Das System wird heutzutage auch in Chile von den Bauern genutzt. Also die Bauern verwenden so Netz, wie es da oben hat, verwenden, um den Nebel zu fangen und so das Wasser in den Boden hineinleiten, das sie nachher für ihre Landwirtschaft brauchen. Hauptsächlich kommen die Kakteen in Mexiko, in den USA oder in Südamerika vor. Und ich hatte auch schon die Möglichkeit, die Pflanzen in Mexiko anzuschauen, was auch sehr, sehr speziell ist. Also ein richtiges Erlebnis. Man sieht jetzt auch, es gibt hier Kakteen, die blühen. Der Blüten ist der Ausdruck des Kaktus, dass es ihm gut geht. Er tut pro Jahr vielleicht 2, 3, 4 Blüten machen. Er macht nicht wahnsinnig viele Blüten. Das Blüten ist aber so gebaut, dass er sie in der Wüste von weitem sieht oder von weitem schmeckt. Die Natur hat das so gebaut, dass die richtig eine Lockvogelstrategie betreiben, um Insekten von weitem anzuziehen. Auch hier sehen wir jetzt ein paar Sachen, die blühen. Dann gibt es das hier auf dem Tisch, ist mehrheitlich Kakteen, die winterhart sind. Die sind also da innen, auch im Winter da innen, und mögen Temperaturen bis zu 20 Grad minus aushalten. Ich tue da auch selber immer wieder vermehren. Das heisst, ich tue Samen sammeln aus meiner Sammlung und tue die da wieder aussäen und vermehren. Weil ich
bin nicht der Meinung, dass man Pflanzenmaterial immer aus dem Herkunftsort hierher schleppen und Samen hierher schleppen, sondern man kann immer wieder aus der eigenen Samen und aus der eigenen Sammlung schöpfen. Es gibt dann zum Teil halt auch Hybride, also Pflanzen, die es in der Natur gar nicht gibt oder gar nicht gibt. Aber die Vielfalt ist in dem Fall umso grösser. Wir sehen hier, es gleicht keiner gleich dem anderen. Jedes ist individuell, wie wir Menschen auch. Und es gibt keinen Streit unter diesen Kakteen, egal wie einer aussieht oder wie einer sich verhalten tut. Wir akzeptieren den anderen gegenseitig. Ich akzeptiere Kaktus und Kaktus dann auch mich akzeptieren. Es bleibt dann schlussendlich gar nicht viel anderes übrig. Jetzt da, das sind jetzt Astrophyten, das sind Sternenpflanzen, sagt man. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Art, die heisst Myriostigma. Myriostigma, das Wort Stigma kennt man vom Stigmata, von der Öffnung in der Hand von Jesus. Und das da sind Myriostigma, also Milliarden oder Millionen von kleinen Stigmatas auf dem Körper. Auch da, das sind alles spezielle Züchtungen, wo es in der Natur gar nicht gibt, die verschiedenen Spielereien. Und die Züchtungen kommen zum Teil aus Japan, die Tradition. Zum Beispiel so etwas da. Das da ist jetzt, sagt man dem, Fukuryu. Und Fukuryu, das heisst der verborgene Drache. Da innen hockt der verborgene Drache drin. Dann kommen wir hier weiter. Da haben wir jetzt viele südamerikanische Sachen. Die leben hauptsächlich in Bolivien, Peru und Argentinien. Und die sind sehr verschwenderisch mit der Blütenpracht. Man sieht auch da, es gibt wieder Knospen. Und die holen eigentlich ihre ganze Energie durch die Winterruhe, die ich ihnen gebe. Und die tun im Winter tun sie die Knospen und die Blüten induzieren und produzieren sie dann im Frühling. Da gibt es auch wieder eine riesige Vielfalt an Formen, eine riesige Vielfalt an Farben. Es gibt keinen Kaktus zweimal. Es ist jedes wieder genau wieder anders wie der andere. Und mich fasziniert, dass man jeden Tag wieder etwas Neues entdecken kann. Noch jedes Jahr hat mich irgendwie eine Pflanze wieder sehr überrascht mit dem, was sie angestellt hat oder wie sie aussieht oder wie sie sich entwickelt. Jetzt können wir vielleicht auf die andere Seite noch gehen. Vielleicht kannst du da noch so drüber fahren. Jetzt ist es noch früh im Frühling. Es ist noch nicht alles voll im Trieb. Wir haben auch nicht so einen wahnsinnig guten Frühling gehabt mit vielen Sonnenstunden, sondern es ist ja mehr eigentlich ein bisschen feucht jetzt in diesem Frühling. Und darum braucht es noch ein bisschen Geduld, bis dann die Blütenmenge rauskommt. Aber wir sehen auch hier wieder. Das sind alles voll Knospen. Und jeden Tag nach dem Arbeiten komme ich hier hin und schaue, was machen meine Pflanzen. Und jeden Tag nach dem Arbeiten komme ich hierher und entspanne mich mit meinen Pflanzen. Und die tun mich erfreuen. Und es ist so ein bisschen ein Abfahren von der Natur, vom Job. Das ist für mich totale Ruhe und das tut mir auch gut. Und ich kann jedem empfehlen, sich so ein Hobby zuzutun.
Es ist, man muss es vielleicht nicht gerade so in dem Stil betreiben wie ich, aber man kann wirklich sich etwas Gutes tun und man kann viel Lebensfreude dadurch gewinnen. Kakteen haben etwas ganz Besonderes an sich. Sie sind Sinnbild für ein Symbol, das in jeder Mystik, in jeder Religion, in jeder Lebensphilosophie enthalten sind. Es sind Werte wie Sparsamkeit, Genügsamkeit, Vorsorge für die Zukunft. Pflanzen haben etwas ganz Besonderes, vor allem Kakteen. Man kann die Form sofort mit dem Symbol verbinden. Der Khalil Gibran hat einmal gesagt, dass Bäume Gedichte sind, wo die Erde in den Himmel schreibt. Kakteen sind wahrscheinlich Kurzgedichte, wo die Natur schreibt. Thank you.
Der Matthäus schreibt einen Satz, den Jesus gesagt hat. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen kann und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Nach dem Vers, den ich gelesen habe, stellt sich natürlich die Frage, sollen wir also sparsam sein? Ist es gut, wenn man sammelt? Ist es nicht gut? Spricht Jesus dagegen? Gegen Vorsorgen oder nicht? Und wenn wir das Bild von diesen Kakteen nehmen, dann glaube ich wirklich nicht. Weil eine Kakteen sammelt, um danach aus eigener Kraft in dürren Zeiten oder im Winter davon zehren und Kraft schöpfen. Sie sammelt aber nur das, was sie eigentlich zum Leben braucht. Kakteen leben, wenn man so schaut, nicht in Fülle. Was der Bibelvers aber bedeutet. Und die Kakteen uns dabei helfen, ist auf Erde vorsorgen, damit wir genug haben zum Leben. Ansammeln ist ganz klar etwas anderes. Gerade eine Kakteen lebt aus dem, was sie überkommt. Sie sammelt Wasser aus dem Boden, zieht Wasser oder die Feuchtigkeit aus der Luft. Und das Wenige, was sie bekommt, das genügt ihr. Der Überschuss legt sie beiseite, ist Vorsorge für den Winter. Da kommt mir natürlich, als ich die Predigt geschrieben habe, ist mir gerade in den Sinn gekommen, ja, genügsam leben und genügsam glauben. Das ist eigentlich eine Parallele. Auch im spirituellen Bereich sollen wir genügsam leben können. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, wo die meisten Religionen als zentral betrachtet. Oft scheint es mir, dass es für uns ein Wert ist, ständig auf der Suche nach Spiritualität oder Formen von der Spiritualität, auch von der christlichen Spiritualität, unterwegs zu sein. Oft sehen spirituelle Welten in der heutigen Zeit wie eine Schatzkammer aus, indem man allerlei wunderbare Weisheit und Lebensphilosophie, glänzende und glitzernde, prachtvolle Weisheiten zu finden sind. Lehren, die nur vielleicht der eigenen Entwicklung dienen. Auch da weist uns das Bild der Kakteen uns darauf hin, dass man nicht nur in Einklang mit der Umwelt zu leben, wo man vor sich findet, sondern es geht auch um das Gleichgewicht zwischen dem, was man braucht, benötigt zum Leben und dem, was Fülle ist. Leben im materiellen und im spirituellen Sinn, meine ich. Es ist sicher gut, auf der Suche zu sein. Da ist nichts dagegen zu einwenden. Weil wir Menschen leben davon, dass wir überhaupt auf der Suche sind. Wir sind auf der Suche nach einer Partnerschaft. Wir sind auf der Suche nach einem Glück. Wir sind auf der Suche nach der Arbeit, nach einer guten Ausbildung. Oder eben auf der Suche nach etwas, das unsere Freizeit und unser Gemüt erfüllt. Aber wie Kakteen uns heute sagen, man soll das im richtigen Maß machen. Im Einklang sein mit dem, was wir selber sind. Im Gleichgewicht zwischen unseren Lebenserfahrungen und dem, was wir fürs Leben wirklich benötigen. Kakteen sammeln Wasser. Und wenn sie zu viel davon überkommen, dann sterben sie.
auch zu viel des Guten zu haben, bringt uns manchmal zu einem spirituellen Tod. Das, was uns der Jesus immer wieder sagt, ist, finde das Gleichgewicht zwischen dem, was du brauchst, und dem, was du sonst noch könntest haben. Amen. Thank you.
von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben, mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerze heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns bereitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind am Ende von unserem Fernsehgottesdienst von der besonderen Art. Und ich wünsche Ihnen einen ganz guten Sonntag und viel Kraft und Mut und Lebensfreude in den nächsten Wochen. Amen.